Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der SAP-Beratung und der SAP-Technologie. Heute installieren wir uns mal wieder ein Testsystem. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon ein SAP HANA Datenbanksystem installiert. Hier auch nochmal unten in der Beschreibung der Link dazu. Das ist halt für diejenigen, die sich mit der Datenbank SAP HANA auseinandersetzen wollen. Und was wir dieses Mal machen werden, ist, wir werden uns einen SAP NetWeaver Application Server ABAP installieren, die Developer Edition davon. Und dabei wird es sich eben um die Anwendung SAP NetWeaver handeln. SAP NetWeaver wird von der SAP unter anderem selbst verwendet, und zwar als Plattform, um darauf basierend ihre eigentlichen Wirtschaftslösungen zu entwickeln und bereitzustellen. Der SAP NetWeaver an sich ist ja grob gesagt, wenn man es jetzt grob beschreibt, die SAP würde das in eigenen Worten anders beschreiben, ist es ein Anwendungsserver, sprich es ist eine Entwicklungsplattform, die schon diverse Funktionsbausteine, Module, Bibliotheken bereitstellt, auf denen ich quasi aufsetzen kann, um eine höherlevelige Software darauf zu entwickeln und bereitzustellen. Also das ist nicht nur ein Werkzeug zum Entwickeln von Anwendungen, sondern es ist auch die Laufzeitumgebung. Das bedeutet, auf dem SAP NetWeaver läuft dann auch die Anwendung. Und die meisten SAP-Anwendungen, egal ob das jetzt ein SAP ERP ist, Enterprise Resource Planning, ob das ein S4HANA ist, ob das ein CRM ist, Customer Relationship Management, ob das ein SRM ist, Supply Relationship Management, ein SCM, Supply Chain Management, ein EWM, Enterprise Warehouse Management, diese Lösungen laufen größtenteils auf SAP NetWeaver. Und vom NetWeaver gibt es eben zwei Ausführungen, einmal eine ABAP-Edition und eine Java-Edition. Das heißt, ich kann auch nicht nur basierend auf der ABAP-Sprache Anwendungen entwickeln und ausführen lassen, sondern ich kann auch den SAP NetWeaver Application Server Java verwenden. Da würde ich dann Java-Entwicklungen darauf entwickeln und ausführen. Den behandeln wir diesmal allerdings nicht, sondern wir nehmen den ABAP. Und für wen ist jetzt dieses Video interessant? Ja, mit diesem NetWeaver können wir schon relativ viel machen. Also zum einen könnt ihr selber mit ABAP-Anwendungen entwickeln. Zum anderen ist das interessant für Leute, die in die SAP-Basis oder in die SAP-Technologie wollen. Da kann ich euch nämlich dann viel zeigen im Basisumfeld schon, beziehungsweise ihr könnt auch viel im Basisumfeld mit diesem NetWeaver schon üben und auch im Security-Umfeld. Also wer überlegt, in die SAP-Security zu gehen, da kann man mit diesem SAP-NetWeaver AS ABAP auch schon relativ viel probieren. Also das ist so ein bisschen die Zielgruppe. Wer jetzt eher so in die Wirtschaftszweige, also in die sogenannte Line of Business Beratung bei der SAP gehen will, also FICO, SD, also Vertrieb, Verkauf, wer in die Produktionsplanung gehen will, der kann mit diesem SAP NetWeaver alleine relativ wenig anfangen. Was ihr da im Endeffekt zum Üben bräuchtet, wäre ein sogenanntes IDES-System, hieß das noch damals bei ERP, bei S4HANA ist es dann sozusagen S4HANA-System mit der Model Company drauf, und das ist dann nämlich ein SAP NetWeaver mit den entsprechenden Softwarekomponenten der jeweiligen SAP Business Suite oder S4HANA, das heißt vom ERP-System von SAP sind da die Softwarekomponenten drauf, die sind da aufgespielt, und dadurch dann kann ich eben erst diese Wirtschaftstransaktionen ausführen, und mit diesen Beispieldaten, die auf so einem IDES-System oder S4HANA-System mit der Model Company drauf sind, da ist dann eben eine Beispielfirma, ein Beispielunternehmen ist da schon drauf. Das heißt, es sind schon Daten drin in dem System, mit dem ihr üben könnt, und das bräuchtet ihr dann im Endeffekt. Also für euch ist dieses Video dann eher so nice to know. Und
Ja, für die Installation dieses Systems brauchen wir wieder eine Java Runtime. Wer das HANA Express Edition Video geguckt hat, da habe ich schon kurz gezeigt, wie man das installiert. Ist ja kein Hackmeck. Das werde ich jetzt in diesem Video nicht nochmal erklären, wie man eine Java Runtime installiert. Da bitte einfach ins andere Video gucken, wer das noch nicht kennt. Das ist relativ schnell gemacht. Sondern wir steigen jetzt ein bei developers.sap.com/trials-downloads.html. Ist der Link, ist auch unten nochmal in der Beschreibung, und da sucht ihr nach SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition. Da gibt es verschiedene Versionen, wir nehmen einfach das neueste, und da ist aktuell, also in dem Moment, wo dieses Video hier gedreht wird, ist der letzte Release von 2018, und der ist aufgeteilt in 11 verschiedene Parts, und da würde ich euch einfach bitten, euch alle diese 11 Parts runterzuladen. Dazu müsstet ihr vorher einen kostenlosen Account bei der SAP machen, und dann, wenn ihr das eben installiert, dann müsst ihr immer die Euler akzeptieren und so weiter, die lest ihr euch natürlich aufmerksam durch, ja, davon gehe ich aus, und dann ladet ihr euch das Ganze herunter, die 11 Stücke. Und dann brauchen wir noch ein Betriebssystem, denn im Gegensatz zur SAP HANA Express Edition gibt es für den NetWeaver Application Server ABAP aktuell keine vorbereitete virtuelle Maschine. Das heißt, wir müssen auf der virtuellen Maschine das Betriebssystem installieren, und deswegen laden wir uns OpenSUSE. Das ist eines der unterstützten Betriebssysteme. Ihr werdet mitunter, wenn ihr nach Anleitungen sucht, um NetWeaver AS ABAP Trial Edition zu installieren, auf Anleitungen stoßen, wo jemand das unter Ubuntu installiert. Auf keinen Fall nachmachen. Ubuntu ist nicht offiziell unterstützt. Und das hat vielleicht damals mal ausnahmsweise funktioniert, muss es jedoch nicht. Ich blende euch nachher eine Fehlermeldung ein, die bei Ubuntu typischerweise immer kommt, beziehungsweise eine Warnung. Das heißt, macht das wirklich unter OpenSUSE. Das ist eines der unterstützten Betriebssysteme. Und wir wählen jetzt einfach mal Leap. Also es ist eigentlich relativ egal, welche der beiden Versionen ihr nehmt. Und wir nehmen das DVD-Image. Jetzt wird hier wahrscheinlich noch irgendeine Fehlermeldung kommen. Also ihr ladet euch hier dieses ISO runter. Das könnt ihr ja ignorieren, sondern ihr speichert euch jetzt einfach hier dieses OpenSUSE Leap. Und dann brauchen wir noch einen Hypervisor wie VirtualBox. Da erkläre ich jetzt nicht nochmal alles von vorne, wie ihr den herunterladet und installiert, denn das habe ich schon in meinem Video zur SAP HANA Express Edition gemacht. Das heißt, ihr ladet euch irgendeinen Hypervisor wie beispielsweise VirtualBox. Es kann aber auch die VMware Workstation beispielsweise sein. Das ladet ihr euch auch noch herunter und installiert das bitte. So, dann wollen wir kurz unsere virtuelle Maschine erstellen. Ignoriert alles, was hier links an der Seite steht, sondern ihr geht jetzt hier einfach bei VirtualBox auf Neu links oben. Dann vergebt ihr einen Namen für die virtuelle Maschine, die nenne ich jetzt einfach mal SAP NWAS ABAP. Dann sagen wir Linux und OpenSUSE 64-Bit. Dann müssen wir einstellen, wie viel RAM die virtuelle Maschine haben soll. Das sollten mindestens 8 GB sein, also 8192 MB. Und dann brauchen wir noch eine Festplatte. Was will er denn jetzt hier? Wir gehen auf Erzeugen. Und jetzt geht ihr hier auf das Ordner-Symbol. Und da gebt ihr jetzt den Ordner an, wo ihr die virtuelle Maschine speichern wollt. Wir brauchen mindestens 110 GB Speicherplatz. Das heißt, es sollte an einer Location sein, wo ihr entsprechend 110 GB frei habt. Ich tippe jetzt hier mal 120 GB ein. Den Rest könnt ihr so lassen, und dann gehen wir auf Erzeugen. So. Und dann könnt ihr direkt auf Ändern gehen, weil dann werden wir nämlich die ISO-Datei, das heißt die virtuelle CD sozusagen für die Installation des Betriebssystems entsprechend einfügen. Und zwar gehen wir dazu auf Massenspeicher. Ihr seht hier ein leeres virtuelles CD-Laufwerk, das können wir gleich mal löschen, indem wir hier auf das Entfernen-Symbol gehen, bestätigen
Und jetzt geht ihr hier auf das nette CD-Symbol mit dem Plus, sagt Medium auswählen und dann wählen wir hier unser OpenSUSE-Leap. Das sollte dann hier auftauchen als primärer Master. Bitte sicherstellen, dass das hier primärer Master ist. Dann geht ihr auf OK und dann könnt ihr im nächsten Schritt die virtuelle Maschine starten. Und wenn die dann gestartet ist, dann könnt ihr hier auf den Button zeigen gehen. Der wird dann grün. Und dann seht ihr hier, wie die virtuelle Maschine startet. Und dann kommen wir hier in die Installation. Ihr geht quasi jetzt, also wenn ihr jetzt hier mit der Maus reinklickt in das Fenster, dann könnt ihr euch mit der Tastatur hier bewegen. Wenn ihr wieder raus wollt, dann drückt ihr die rechte Steuerungstaste, dann ist der Mauszeiger wieder frei. Bei anderen Hypervisoren ist es eine andere Taste. Wie gesagt, bei VirtualBox die rechte Steuerungstaste. Bei VMware Workstation wäre es die Tastenkombination Steuerung Alt. Und hier gehen wir jetzt mit der Pfeiltaste nach unten auf Installation, drücken Return oder Enter und dann beginnt hier die Installation für das Betriebssystem. Das dauert jetzt eine Weile. Ich hole euch wieder ab, wenn der Installer startet. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt können wir hier die Sprache einstellen. Stellen wir als Sprache Deutsch ein und als Tastaturlayout ebenfalls Deutsch. Das könnt ihr hier testen. Meine Ös, Äs, Üs werden erkannt. Dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt wird es gleich nochmal interessant bei den Online-Repositories. Die wollen wir aktivieren, ja. Wir wollen nämlich Online-Pakete installieren und eigentlich sollten hier diese Standard-Repositories reichen. Das heißt, wir gehen hier auf Weiter. Und dann wird es jetzt nachher nochmal interessant bei der Auswahl der grafischen Oberfläche und bei der Zeitzone. Da bitte ich euch jetzt kurz um Geduld. Und jetzt wählt ihr bitte eine der beiden grafischen Oberflächen. Wir nehmen jetzt hier GNOME. Einige kommen vielleicht auf die Idee, allgemeiner Desktop zu wählen. Das ist ein minimaler Desktop, der nicht so viele Ressourcen verbraucht. Das geht grundsätzlich schon, aber wir nutzen in unserem Tutorial einige Methoden, die die Installation vereinfachen. Und dazu brauchen wir eine vollwertige grafische Oberfläche. Deswegen nehmen wir jetzt an der Stelle hier GNOME. Grundsätzlich, wenn ihr das ganz professionell machen wollt, dann würdet ihr sogar Server nehmen. Also ihr würdet dann den NetWeaver Application Server ABAP komplett ohne grafische Oberfläche installieren. Aber wie gesagt, wir machen es uns jetzt hier in diesem Tutorial einfach und selektieren hier GNOME. Und dann gehen wir hier weiter. Und das bestätigen wir, ja, wir wollen
den Speicherplatz nach Standardempfehlung aufteilen. Und jetzt noch hier die Zeitzone, das könnt ihr auch auf Standard lassen. Einfach weiter. Jetzt könnt ihr einen Benutzernamen vergeben und ein Kennwort. Tipp hierbei, gewöhnt euch bereits hier an ein Kennwort, welches mindestens 6 Zeichen lang ist, sowohl Klein-, Großbuchstaben als auch eine Zahl oder mehrere Zahlen enthält. Das heißt, die Stärke des Passworts wird nachher bei der Installation des NetWeavers wichtig. Das heißt, ihr solltet jetzt hier schon bereits ein Kennwort wählen, welches mindestens 6 Zeichen hat, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und eine Zahl enthält. Und dann gehen wir auf Weiter. Dann hier würde ich euch noch empfehlen, eine Anpassung zu machen bei diesem Abschlussbildschirm. Und zwar können wir jetzt da noch runtergehen nachher auf Netzwerkkonfiguration, wenn er mich denn lässt. Und da gehen wir jetzt hin und sagen Firewall deaktivieren. Wie gesagt, wir machen es uns jetzt in diesem Tutorial relativ einfach. Ihr könnt danach gerne noch nachfassen und das Ganze ja noch technischer gestalten, aber das Ziel für dieses Tutorial soll sein, möglichst einfach diesen NetWeaver zu installieren. Und deswegen deaktivieren wir an der Stelle jetzt die Software-Firewall. Und wenn das dann alles übernommen ist, dann geht ihr auf Installieren. Yep, wir wollen installieren. Dann rödelt der Kollege los. Und nachdem er fertig ist, startet sich das Betriebssystem automatisch neu. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich euch jetzt wieder abholen. So, Freunde, jetzt musste ich hier leider eins feststellen. Also die Installation war bei mir fertig, aber beim Neustarten hat die grafische Oberfläche von OpenSUSE Leap nicht anständig geladen. Und ich bin grundsätzlich ein Ressourcensparer, das heißt, ich versuche es immer zuerst mit den niedrigsten Einstellungen, aber es hat sich herausgestellt, man muss hier ein bisschen tunen, ja. Also gut, ich habe hier noch den RAM ein bisschen hochgedreht, das müsst ihr nicht machen. Daran hat es, glaube ich, nicht gelegen. Auch die Prozessoren habe ich hier innerhalb des grünen Bereichs hochgedreht. Ich glaube aber, das war auch nicht der Grund. Was ich konkret gemacht habe, ist Grafikspeicher auf 128 MB hochgedreht. Und ich glaube, das war im Endeffekt der Grund, weswegen, der war nämlich vorher hier auf Minimum auf 16 MB. Und ich glaube, deswegen hat hier die grafische Oberfläche nicht anständig geladen. Deshalb bitte ich euch nochmal, schaltet nach abgeschlossener Installation die virtuelle Maschine nochmal aus. Und dann habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar müssen wir noch also hier dieses virtuelle ISO-Image könnt ihr rausnehmen. Aber was wir wieder brauchen bei der virtuellen Maschine hier unter Massenspeicher ist, wir brauchen wieder ein virtuelles CD-Laufwerk, weil wir nämlich nachher die Guest Editions installieren wollen. Das heißt, guckt wieder, dass hier ein virtuelles CD-Laufwerk drin ist als primärer Master. Und dann geht's weiter. Und tuned bitte diese Settings und dann könnt ihr die virtuelle Maschine wieder starten. Und jetzt ist quasi unsere Installation abgeschlossen und jetzt werden wir hier dann im Bootmenü gefragt, von wo wir booten wollen. Natürlich von der Festplatte, also von der virtuellen Festplatte. Dann wollen wir in den normalen Betriebsmodus gehen und ja, OpenSUSE Leap da nutzen. Und jetzt sollte in ordentlichem Umfang diese grafische Oberfläche hier geladen werden. Trommelwirbel. Hier bin ich vorhin rausgeflogen. Vielleicht funktioniert es bei euch auch mit niedrigeren Einstellungen, aber ich musste das jetzt machen. Jawohl, so, das sieht doch schon mal besser aus.
Und jetzt machen wir gleich Folgendes. Ihr geht hier links oben auf Aktivitäten und sucht nach Terminal. Genau, das starten wir hier. Ihr könnt grundsätzlich auch Xterm nehmen, aber das Terminal ist noch ein bisschen angenehmer. Das würde ich euch grundsätzlich empfehlen. Dann machen wir sudo Leerzeichen minus i. Und jetzt gebt ihr das Kennwort ein, das ihr bei der Installation angegeben habt. Jetzt seid ihr root. Das könnt ihr überprüfen mit Who am I? Und jetzt installieren wir erstmal ein wenig Software nach. Und zwar macht man das unter SUSE mit einem Programm, das nennt sich Zipper. Und zuerst machen wir Zipper Update. Das heißt, wir aktualisieren. Achso, ja, Package Kit, okay, wollen wir deaktivieren, das ist okay. Mensch, okay. Package Kit D, System CTL, Stop, Package Kit D. PS-EF, Package Kit. Jetzt läuft er nicht mehr. Also den Package Kit kurz gestoppt. Zipper Update. Ja, bei Linux, da muss man manchmal ein bisschen improvisieren. Das ist einfach so. Und jetzt werden wir nachher ein bisschen Software nachinstallieren. Okay, also er ist schon aktualisiert. Und zwar installieren wir jetzt mit Zipper-in CSH, GCC, Perl, libAIO1, libc6, libstdc++6 Software nach. Einiges wird davon eventuell bereits installiert sein. Das kann sein, müssen wir jetzt mal kurz schauen. So, dann schauen wir mal, was hat er denn gefunden? Perl ist bereits drauf, libstdc ist bereits drauf, libio1 ist bereits drauf, CSH hat er jetzt hier nicht gefunden, müssen wir mal schauen. Ja, wir bestätigen jetzt hier mal mit Y. Er soll das installieren, den GCC, also das, was jetzt noch nicht installiert ist und er gefunden hat, soll er installieren. Und den Rest, da schauen wir mal, ob das vielleicht schon drauf ist. Also er installiert uns jetzt hier den GCC. Dann schauen wir mal, ob er das jetzt ohne großartige Probleme hinbekommt. Ja, er hat zwar jetzt gesagt mit Error, aber das ist okay, das liegt oben an diesen Paketen, die er nicht gefunden hat. Jetzt schauen wir mal, ob die CSH drauf ist. Die ist drauf. Und da jetzt die CSH drauf ist, müssen wir die nicht nachinstallieren. Und jetzt geht ihr hier oben bei VirtualBox auf Geräte Gasterweiterungen einlegen. Da kommt jetzt gleich eine Abfrage. Ja, das wollen wir ausführen. Falls ihr hier eine Fehlermeldung bekommt, dass die CD nicht eingelegt werden kann, dann habt ihr vergessen, das virtuelle CD-Laufwerk wieder hinzuzufügen. Das bitte machen, also virtuelle Maschine ausschalten, CD-Laufwerk hinzufügen und dann hier die Gasterweiterungen einlegen, wenn ihr das Betriebssystem neu gestartet habt. Jetzt fragt uns hier nach dem Kennwort und jetzt werden hier die Guest Editions installiert. Das bestätigen wir mit Yes. Press Return to close this window. Und wenn das jetzt gemacht ist, dann geht ihr auf Maschine ändern, dann links auf gemeinsame Ordner. Und jetzt müsst ihr hier aufs Plus gehen. Ich habe hier schon mal was dazugefügt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen nochmal neu auf das Plus-Symbol. Und wir fügen jetzt den Ordner hinzu, wo ihr auf eurem Wirtsbetriebssystem, in meinem Fall also Windows, die Software heruntergeladen habt. Das ist bei mir dieser Pfad hier, den nenne ich dann auch Executables.
Und wir machen hier, also bei euch kann das hier ein anderer Name sein, ja, der Pfad kann auch anders sein und das ist grundsätzlich egal. Und dann machen wir hier Haken bei automatisch einbinden und permanent erzeugen, ja, dann ist hier der Ordner, dann gehen wir auf OK und dann passt das schon mal. Und jetzt braucht unser Betriebssystembenutzer noch Berechtigungen, also wieder, ihr müsst wieder root sein, ne? Das ist wichtig, ansonsten sudo minus i. Und wir machen jetzt usermod minus kleines a Leerzeichen minus großes g vbox sf Leerzeichen unser Benutzername. Alles klar. Und jetzt müsst ihr eure virtuelle Maschine bitte einmal neu starten. Das könnt ihr ganz einfach über den Befehl reboot machen oder ihr könnt alternativ hier auf das Aus-Symbol klicken. Also neu starten. Ich hole euch wieder ab, wenn wir wieder zurück auf dem Betriebssystem sind. Wenn ihr wieder am Betriebssystem angekommen seid, geht ihr links oben auf Aktivitäten und sucht hier nach Dateien. Dann öffnet ihr Dateien, das ist dann quasi der, ja, das OpenSUSE oder Linux-Äquivalent zum Windows Explorer und da sollte hier bereits ein SF Underscore und dann der Name von eurem gemeinsamen Ordner sein. Und falls es nicht so sein sollte, dann könnt ihr hier die Tastenkombination, also hier auf die Adresszeile klicken und dann die Tastenkombination Steuerung und L auf eurer Tastatur klicken. Dann könnt ihr hier slash media slash fsf underscore der Name von eurem gemeinsamen Ordner eingeben und dann voilà, seid ihr hier in dem Ordner, der eigentlich bei eurem Wirtsbetriebssystem in meinem Fall, also auf meinem Windows ist. So, und ich habe hier jetzt die Archive schon ausgepackt. Wenn allerdings bei euch jetzt hier aktuell noch ganz normal die RAR-Dateien sind, dann, meine lieben Freunde, dann könnt ihr das folgendermaßen entpacken. Und zwar brauchen wir dazu wieder ein Terminal. Ihr könnt das grundsätzlich auch unter Windows entpacken, also unterm Wirtsbetriebssystem. Wenn ihr da WinRAR oder 7-Zip habt, dann könnt ihr das auch da entpacken. Aber wir machen es jetzt hier von der virtuellen Maschine. Wir werden mit sudo minus i wieder zum Root, gehen auf Media, SF underscore Executables ist der Name von meinem gemeinsamen Ordner. Dann schauen wir, ob eine Software namens Unra installiert ist. Die ist nicht installiert. Das heißt, wir installieren sie noch. Zipper in Unra. Und dann bestätigen wir das mit Ja. Jetzt sollte Anra installiert sein. Dann schauen wir uns mal die Hilfe an. Anra gibt es minus H. Einfach Anra. X. Und dann die Datei, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ihr solltet das folgendermaßen extrahieren können. Anra X. Und dann TD752 Part 01.ra und dann sollte der loslegen. Aber gut, ich habe jetzt schon extrahiert, das heißt, das haben wir schon mal vorbereitet. Aber bevor wir jetzt loslegen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen machen. Und zwar startet ihr jetzt als nächstes den Yast-Netzwerkdienst. Damit passen wir ein paar Netzwerkeinstellungen an, das Kennwort wieder eingeben. Dann müssen wir nämlich noch ein paar Netzwerkeinstellungen anpassen. Ich hole mir hier kurz. Im Terminal lasse ich mir die IP-Adresse anzeigen mit IPADDR Show. Ihr seht, wir haben hier eine IP-Adresse 10.0.2.15. Die wollen wir auch weiterhin verwenden. Das ist auch die Standard-IP-Adresse, die VirtualBox immer vergibt. Diese Warnmeldung bestätigen, das ist okay. Wir gehen jetzt auf Hostname slash DNS. Ändern den statischen Hostnamen auf VHCALNPLCI
Hostnamen über DHCP setzen, nein. Und bestätigen mit OK. Dann wird das hier geschrieben. Und jetzt müssen wir dann noch in ein paar Dateien rumpfuschen. Das werden wir gleich noch machen. So. Kurze Prüfung. Ja, der Hostname wurde so übernommen. Unsere Maschine heißt jetzt VHCALNPLCI. Und jetzt bearbeiten wir mit Nano Leerzeichen etc resolve.conf diese Datei. Und wir ändern, falls Search noch gar nicht da ist bei euch, fügt ihr es hinzu. Falls Search schon da ist, entfernt ihr die Domäne, die da schon ist. Beziehungsweise, ach, wir können es, ja, nee, wir machen es weg. Und zwar schreiben wir hier dummy.nodomain rein. Das ist quasi die DNS-Domäne, die standardmäßig von diesem, ja, von diesem SAP ABAP NetWeaver Developer Edition genutzt wird. Und jetzt müssen wir das speichern. Hier Zirkumflex O steht für Steuerung O, Write Out. Also ihr drückt jetzt Steuerung O. Er fragt euch, File Name to Write, etc. Resolve Conf. Ja, Return. Er hat es gespeichert und mit Steuerung X kommen wir wieder raus. Dann bearbeiten wir mit Nano Leerzeichen etc slash hosts diese Datei. Und dort müsst ihr ein wenig suchen. Da ist noch keine Zeile für unsere 10er IP. Sollte die schon da sein, dann würdet ihr die Zeile entsprechend bearbeiten. Aber es ist noch keine da, also fügen wir die hinzu. 10.02.15 ist die IP-Adresse. Und mit der Tabulator-Taste kommen wir hier hin und jetzt schreiben wir einmal VHCALNPLCI, dann Tabulator-Taste und dann nochmal VHCALNPLCI.dummy.nodomain. Dann speichern wir das wieder mit Steuerung O. File name to write etc host, das ist richtig, return. Und Steuerung X raus. Jetzt probieren wir das Ganze kurz. Ping VHCALNPLCI. Das funktioniert. Ping VHCALNPLCI.dummy.nodomain. Auch das funktioniert. Wunderbar. Das wäre vorbereitet. Und jetzt starten wir noch eine Anwendung. Und zwar Yast Hostnames. Da auch wieder das Kennwort eingeben. Und da solltet ihr jetzt sicher gehen, genau, dass das hier eben eingetragen ist. Ansonsten könntet ihr das hier über hinzufügen entsprechend noch eintragen. Aber das sieht soweit gut aus. Das heißt, das ist für mich jetzt in Ordnung. CALNP. Ja, okay, gut. Dann haben wir das noch sichergestellt, das muss hier ebenfalls so hinterlegt sein. Jetzt müssen wir noch eine Software installieren, beziehungsweise einen Daemon, und zwar UUIDD mit Zipper wieder. Der wird jetzt kurz gesucht. Und dann bestätigen wir mit Ja. Und nachdem dieser Daemon dann installiert ist, werde ich euch jetzt empfehlen, wir wären jetzt soweit, dass wir installieren könnten. Beziehungsweise eine Sache machen wir noch. Also ihr geht mit cd slash media slash sf executables. Mit Tab-Taste könnt ihr übrigens immer diese Pfade hier vervollständigen. Geht ihr in den Ordner, wo ja dieser Installer ist. Und da macht ihr jetzt noch eins, und zwar chmod plus x. install.sh, also ihr braucht diese install.sh-Datei, die sollte eben in dem Ordner sein, in dem ihr die RAR-Dateien entpackt habt. Das machen wir jetzt noch und jetzt stoppen wir die virtuelle Maschine, weil jetzt machen wir noch einen Snapshot. Das erkläre ich euch im nächsten Schritt. Runterfahren der virtuellen Maschine, entweder über shutdown-h now oder hier über dieses Aus-Symbol. Bis gleich!
So, und jetzt machen wir noch Folgendes. Ihr markiert eure virtuelle Maschine, geht hier auf Ändern und dann geht ihr hier unter Allgemein auf den Reiter Erweitert und ändert hier den Ordner, wo sogenannte Snapshots angelegt werden, auf einen Ordner, wo ihr ein paar Gigabyte freien Speicherplatz habt. In meinem Fall ist das der hier und bestätigt mit OK. Und was wir jetzt machen ist, wir stellen einen sogenannten Snapshot und zwar markiert ihr hier die virtuelle Maschine, geht hier bei VM-Tools auf den Pfeil und wählt Sicherungspunkte. Und jetzt seid ihr dann hier in diesem Bildschirm und da wählt ihr jetzt hier Erzeugen und dann sagen wir hier Vorinstallation. Okay. Wenn ihr jetzt die Installation startet und irgendwas geht schief, dann könnt ihr jederzeit auf diesen Punkt zurückspringen, indem ihr die virtuelle Maschine runterfahrt, dann wieder hier VM-Tools, Sicherungspunkte, dann wählt ihr hier Vorinstallation und wählt Wiederherstellen. Dann seid ihr wieder beim alten Punkt. Wenn die Installation bei euch super klappt und so, dann solltet ihr darüber nachdenken, irgendwann beim nächsten Mal diesen Snapshot wieder zu löschen. Denn jeder Snapshot, den ihr macht, hat einen Einfluss auf die Performance eurer virtuellen Maschine. Wenn ihr eine Sicherung eurer virtuellen Maschine ohne Snapshots machen wollt, also eine Sicherung eines bestimmten Zustands für längere Zeit, dann empfiehlt es sich, die virtuelle Maschine zu klonen und zwar über Maschine klonen. Dann könnt ihr eine zweite Kopie der virtuellen Maschine anlegen. Aber jetzt für diesen Zweck arbeiten wir mit einem Snapshot. Dann könnt ihr die VM wieder starten und wir steigen nachher wieder zusammen ein, wenn wir den NetWeaver installieren. So, wenn wir dann wieder auf dem Betriebssystem sind, dann öffnet ihr wieder ein Terminal. Werdet zum Root mit sudo -i Kennwort eingeben. Wir gehen wieder mit cd/media/sf-executables in unseren Ordner und dort führen wir jetzt mit ./install.sh die Installation aus. ./ steht für den aktuellen Ordner. Install.sh ist das Installationsskript. Dort könnt ihr euch jetzt mit der Leertaste durch die Lizenzbedingungen durchblättern, die ihr natürlich aufmerksam durchlest. Und dann mit der Taste Q kommt ihr raus. Dann bestätigt ihr dies mit Yes. Und jetzt vergebt ihr ein Kennwort, ein aussagefähiges Kennwort mit mindestens 6 Zeichen Länge und sowohl Groß-, Kleinbuchstaben als auch Zahlen. Denn nur dann wird diese Installation erfolgreich klappen. Sobald ihr das dann getan habt, dann geht die Installation los und dauert eine Weile. Ich mache das jetzt erstmal nicht, sondern ich zeige euch jetzt quasi, wenn ihr die Installation durchführt, dann könnt ihr diese überwachen mit watchdf-h, natürlich vorher root werden. Dann könnt ihr euch nämlich anschauen, wie eben kontinuierlich ja, der Speicherplatz mehr wird, der verbraucht wird. Dann seht ihr nämlich hier, ich habe nämlich jetzt hier in dem Stand das SAP-System schon installiert, deswegen führe ich die Installation nicht nochmal aus, aber dann seht ihr quasi, wie mehr und mehr Speicherplatz entsprechend genutzt wird. So, Freunde, jetzt haben wir hier einen Fehler. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe den Fehler schon behoben. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Ursache war. Ich habe nämlich mehrere Sachen geändert. Wenn ihr einen Fehler bei dieser Installation habt, habt das häufig folgende Gründe. Erstens, ihr habt ein zu schwaches Kennwort vergeben. Ihr müsst ein Kennwort mit mindestens 6 Zeichen Länge, mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen vergeben. Ansonsten schlägt die Installation fehl. Zweite häufige Fehlerursache ist, dass sich die Dateien etc/hosts oder etc/resolve.conf zurückgesetzt haben. Ihr müsst sicher gehen, dass dieser Eintrag da ist und der Eintrag mit Dummy No Domain sollte vor dem Eintrag ohne Domain stehen. Und bei der etc/resolve.conf muss weiterhin diese Dummy.no Domain Search-Domäne, Suchdomäne, die muss dabei sein. Und dann, was ich noch gemacht habe, ich habe nämlich einen Fehler bekommen, dass der SID-ADM nicht existiert. Was ich gemacht habe, ich habe den manuell hinzugefügt. Das heißt, ich habe gemacht user add minus m minus minus GUID, glaube ich, heißt das. Moment, minus minus GUID, muss ich kurz gucken.
Oder UID, minus minus UID, minus minus UID 1001, ja. Und dann habe ich gesagt NPL ADM, ja. Und dann habe ich noch gemacht UserMod minus A minus G. Und dann habe ich gemacht SubSys NPL ADM. Und dann habe ich nochmal gesagt SubInst NPL ADM. Diese Befehle habe ich abgesetzt. Und habe im Zuge gesehen, dass die etc-resolve-conf und die etc-host stimmen. Und dann bin ich im Endeffekt wieder nur in mein Media SF Executables gegangen, habe die Install SH neu angeschmissen. Dann kriege ich eine Warnung, sozusagen, es wurde bereits eine Installation aufgeführt. Das mit Enter bestätigen und dann wieder starten wie bisher. Und dann hat alles funktioniert. Jetzt noch ein Tipp für die Fortgeschrittenen. Wenn das alles nicht geholfen hat für euch, dann bringt es häufig was, den SubInst. Der SubInst wird ja im Hintergrund ausgeführt die ganze Zeit, dass ihr den im grafischen Modus, also interaktiv, ausführt. Jetzt ist diese Installationsroutine aber sehr tricky, denn die läuft so, irgendwann wird dieser SubInst entpackt und dann gestartet. Und wenn aber ein Fehler kommt, dann wird dieses Verzeichnis von dem SubInst sofort gelöscht. Das heißt, was ihr machen müsst, ihr startet eure InstallSH in einem Tab, ja, und dann macht ihr einen neuen Tab auf und führt diesen Befehl aus, ps-ef grep subInst, und der, wenn dann hier eine neue Zeile kommt, dass der SubInst jetzt läuft, dann, erfahrene Nutzer können das auch im primären Fenster erkennen, aber für euch ist das hier eben ein Indikator, dann befindet sich in diesem Moment unter /tmp/swpm, das Verzeichnis gibt es jetzt nicht mehr, da ist dann dieses SubInst drin und den könnt ihr euch dann kopieren und zwar mit cp-rp/tmp/swpm und dann in ein anderes Verzeichnis, zum Beispiel swpm-backup, und dann wird das kopiert und dann habt ihr nämlich, das habe ich nämlich vorhin gemacht, eine Kopie von diesem SubInst. Und den könnt ihr dann folgendermaßen ausführen, ./subInst, und dann öffnet der sich grafisch. Und dann könnt ihr nämlich dieses Setup durchklicken, zugegebenermaßen was für die Fortgeschrittenen, weil als Anfänger werdet ihr da nicht großartig wissen, was ihr da jetzt einfügen müsst. Aber das kann eine Hilfe sein, um rauszufinden, was denn jetzt im Endeffekt das Problem ist bei der Installation. Und für alle, die sich jetzt wundern, wo eigentlich dieses ganze Gedöns mit Dummy No Domain und so weiter und VHCRL NPLCI herkommt, das kommt aus dem Archiv. Also wir gehen jetzt in unser Media SF Executables, da gibt es einen Ordner Server und da könnt ihr jetzt hier mit CD und hier immer mit Tab die Pfade vervollständigen in diesem Verzeichnis. Da gibt es eine Datei, die nennt sich subinst.txt und da stehen jetzt eben die vorkonfigurierten Systemparameter für dieses Testsystem drin. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel hier, da ist die dummy.nodomain-Domäne drin und irgendwo müsste jetzt auch, da sind auch hier die Standard-Kennwörter und alles drin, ja. Und das, genau, hier habt ihr den Hostnamen. Das heißt, aus dieser Textdatei ist im Endeffekt, geht das im Endeffekt hervor, dass der Hostname und die Suchdomäne so sein muss. Ich habe noch nie probiert, das hier in dieser Datei zu ändern, sondern wenn man das ändert, dann würde man das nach der Installation nachträglich machen. Aber grundsätzlich hier, dass ihr das mal wisst, da kommt das her und grundsätzlich, das ist zumindest meine Vermutung, wenn man das hier abändern würde, dann könnte man auch einen anderen Hostnamen nehmen, aber habe ich, wie gesagt, hier noch nie probiert. So, und jetzt ist hier unsere Installation fertig abgeschlossen. Ihr könnt jetzt mit SU Leerzeichen minus Leerzeichen NPLADM zum Benutzer NPLADM werden. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel, können wir da jetzt mal gucken, hier gibt es jetzt User, SAP, NPL und da seht ihr jetzt, da gibt es jetzt eben zwei Instanzen, einmal die Nuller und die 01er. Werde ich in einem anderen Video erklären, was das Ganze so ein bisschen bedeutet, aber ihr könnt jetzt mal gucken, wie der Status von eurem SAP-System ist und zwar mit SAP Control. Den Befehl kennt ihr eventuell schon aus meinem Tutorial über die HANA Express Edition. Und dann nehmen wir Leerzeichen minus NR, Leerzeichen 00, Leerzeichen minus Function,
Leerzeichen Get Process List. Und da seht ihr, all diese Prozesse müssen grün sein. Und jetzt mit Pfeil nach oben holen wir uns den Befehl wieder und ändern das auf 1. Und hier diese beiden Prozesse müssen auch grün sein. Und das bedeutet, unser SAP-System müsste jetzt laufen. Das heißt, wir könnten uns jetzt einloggen und dazu müssen wir SAP GUI installieren. Und dazu geht ihr wieder in dieses /media/sf-executables-Verzeichnis, geht dann in das Unterverzeichnis Client. Und da gibt es jetzt einmal Java GUI und ZAP GUI for Windows. Gehen wir mal in ZAP GUI for Windows. Da ist eine ZIP-Datei, die könnt ihr schon mal entpacken mit unzip und dann 501 Tab-Taste bestätigen. Den Befehl könnt ihr abschießen, dann wird die Datei entpackt. Das habe ich schon gemacht. Und dann können wir das gute Stück nämlich auf unserem Windows-Rechner installieren. Da geht ihr dann einfach hier durch. GUI, Windows, Win32. Und dann brauchen wir SubGUI Setup. Da kurz die Meldung bestätigen von der User Account Control. Und dann werdet ihr dazu aufgefordert, das Ganze zu installieren. Und dann wollen wir einfach nur die pure ZAP GUI, vielleicht noch SNC mitnehmen, muss aber nicht sein für unsere Zwecke. Und ja, das ist okay. Und dann wird ZAP GUI auf eurem Windows-Rechner installiert. Und wir machen jetzt gleich weiter, wir müssen nämlich noch was vorbereiten. Und zwar müsst ihr jetzt NAT-Regeln, Port-Weiterleitungsregeln in eurer virtuellen Maschine konfigurieren. Das könnt ihr im laufenden Zustand machen. Virtuelle Maschine markieren, ändern. Und dann gehen wir auf Netzwerk, gehen hier auf Erweitert und dann auf Port-Weiterleitung. Und jetzt geht ihr rechts auf den schönen Button mit dem Plus-Symbol, um eine neue Regel hinzuzufügen. Und jetzt fangen wir an, und zwar mit HTTP. Protokoll bleibt TCP. Host IP ist die 127.0.0.1. Der Host-Port ist die 8000 und die Gast-IP ist die 10.0.2.15. Das ist die IP unserer virtuellen Maschine und der Gast-Port ist auch die 8000. Dann fügen wir hinzu HTTPS und auch hier 127.0.0.1. SubGUI ist installiert, passt. Dann 443.0.0, 10.0.2.15 und auch hier 443.0.0. Dann fügen wir hinzu RFC. Hier auch wieder 127.0.0.1 und dort die 3.3.0.0, 10.0.2.15 und hier wieder die 3.3.0.0 und dann fügen wir hinzu SubGUI, beziehungsweise ist der DIAC-Port, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. 127.0.0.1, 3.200, 10.0.2.15 und 3.200 und das bestätigt ihr mit Okay. Okay. Und ab jetzt solltet ihr euch verbinden können und da machen wir jetzt gleich weiter. Müssen wir noch der Bequemlichkeit halber eine Sache machen und zwar kennt ihr das schon von früher und zwar müssen wir den Editor als Administrator ausführen, Rechtsklick als Administrator ausführen, kurz bestätigen, dann kopiert ihr euch diesen Pfad C Windows System 32 Drivers etc. Geht in den Ordner rein, stellt hier auf alle Dateien, öffnet die Hosts-Datei und jetzt habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht. Dieser Eintrag muss hier gesetzt werden, 127.0.0.1 vhcl.npLCI.dummy.nodomain, Leerzeichen und dann nochmal der Hostname ohne die Domain. Das ist quasi der Eintrag für der Hostname für unseren Application Server ABAP und den münzen wir um auf die 127.0.0.1. Jetzt starten wir also SAP Logon, das solltet ihr jetzt eben hier entsprechend finden.
Dann öffnet sich hier das Tool, dann geht ihr hier auf Neuer Eintrag und dann sagt ihr Beschreibung, was weiß ich, SAP-NW als ABAP. Dann Anwendungsserver ist die 127.001 oder wenn ihr den Host-Eintrag gesetzt habt, dann VHCRL und so weiter. Ich mache es mir jetzt einfach, 127.001, Instanznummer ist die 00, System-IP-ID ist die NPL. Schnelle Verbindung, alles auf Standard, fertigstellen und Doppelklick darauf. Und wie ihr seht, bekommen wir jetzt einen Login-Bildschirm für unser SAP-System. Und dann meldet ihr euch an am Mandanten 001 mit dem Benutzer SAP Stern und das Passwort ist ein Standard-Kennwort, das steht auch in dieser TXT-Datei von der SAP-Installation, die ich euch auf Linux-Ebene gezeigt habe. Und zwar ist das down1ord, also Download mit einer 1 statt einem L. Und dann seid ihr hier eingeloggt. Ja, und jetzt könnt ihr euch offiziell im SAP-System bewegen und jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Gut, zum einen, was solltet ihr vielleicht als erstes machen? Am besten wäre jetzt einmal die virtuelle Maschine nochmal zu stoppen und einen Klon von der virtuellen Maschine anzufertigen, sodass ihr jetzt immer eine Sicherung von dem SAP-System im frischen Installationszustand habt. Das könntet ihr machen, wenn ihr wollt. Und danach geht ihr in die Transaktion scan, also ihr tippt hier oben ein slash n für neue Transaktion und dann scan. Weil, ja, das geht jetzt für dieses Tutorial ein bisschen zu weit, aber der Laufzeitcode von NetWeaver muss quasi on the fly kompiliert werden für die jeweilige Systemarchitektur, auf dem der Server läuft, also für Linux. Und wenn ihr dann in der scan seid, dann wählt ihr den Haken, alle Objekte der gewählten Komponenten generieren, geht auf diesen Button, dann wenn ihr hier drauf klickt, bei Weiter wählt er alles aus, ihr geht auf Fortfahren, jetzt hier auf Weiter, jetzt wählt ihr hier, ja, geht ihr hier wieder hier drauf, das heißt, dieser Applikationsserver hier ist ausgewählt, dann gehen wir auf Fortfahren, jetzt wird kurz die Generierungsmenge bestimmt. Genau, jetzt arbeitet er hier kurz, das seht ihr links unten. Okay, und jetzt wählt ihr das hier aus und klickt auf die Fahne. Und jetzt wird hier dieser Generierungsjob im Hintergrund angestartet. Den könnt ihr theoretisch auch monitoren, also in der SM37. Da macht ihr hier zweimal Stern, packt hier alles an, geht auf Ausführen. Und jetzt seht ihr hier dieser Generation Job. Der läuft jetzt und wenn der grün ist, dann ist diese Generierung fertig und dann habt ihr eben nicht mehr dieses Problem, dass jedes Mal, wenn ihr in eine andere Transaktion geht, dass dann erstmal hier alles generiert werden muss, bevor überhaupt der Bildschirm kommt. Ja? Das heißt, das geht jetzt los, wartet, also lasst das einfach laufen, bis das fertig ist und dann habt ihr da schon mal jede Menge Stress, ja, von der Backe. Und damit ihr das System jetzt länger nutzen könnt, braucht ihr noch eine Lizenz. Und hier der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und da wählt jetzt NPL SubNetWeaver 7X on Sybase ASE. Geht auf Generate. Salutation. Ah ja, okay. Also da müsst ihr euch noch eintragen. Ne? Das ist ja in Ordnung. Das wäre dann hier eben die Geschichte. Da würdet ihr jetzt eure Daten eingeben. Und ja, den Hardware Key will er hier noch, also ihr gebt hier noch eure E-Mail-Adresse an und den Hardware Key will er noch. Ja, den kriegen wir raus und zwar,
Unter S-License ist das. Das heißt, slash n gebt ihr hier ein und dann S-License und dann seht ihr hier euren Hardware-Schlüssel. Das sollte eigentlich auch hier sein. Genau, ja. Hier seht ihr euren Hardware-Schlüssel. Einfach rauskopieren mit Steuerung C. Dann fügt ihr das entsprechend hier ein. Dann agreed ihr. Ja, hier, I agree. Dann packt man hier noch eine Mail-Adresse rein. Genau. Und dann geht ihr auf Generate. Und jetzt könnt ihr euch das hier speichern. Das machen wir auch. Und dann geht ihr in euer SAP-System und geht auf Installieren. Und dann wählen wir. Wählen wir hier schön. SAP Executables wählen wir die NPLTXT und lassen das zu. One License Key successfully installed. Und jetzt habt ihr hier ein sauber lizenziertes Demosystem. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, das sollte jetzt eine Weile laufen. Und damit könnt ihr jetzt arbeiten. Ich zeige euch jetzt nur noch ein paar letzte Tricks und Kniffe. Und zwar zeige ich euch zum Abschluss jetzt noch, wie ihr das SAP-System stoppt und startet. Und zwar müsst ihr dazu immer mit SU Leerzeichen minus Leerzeichen NPLADM zu diesem Benutzer werden. Und wie gesagt, mit Subcontrol könnt ihr dann immer checken, ob das System gerade läuft. Und dann gibt es jetzt zwei zentrale Befehle. Es gibt einmal den Befehl Stop Sub, mit dem stoppt ihr das System. Das führe ich jetzt nicht aus, weil das SAP-System gerade im Hintergrund arbeitet. Und wenn ihr dann Stop Sub ausführt, dann würdet ihr quasi warten, bis alles auf Grau ist. Das heißt, ich mache das jetzt hier mit Watch Subcontrol minus Nummer 00 Function Get Process List und dann wieder doppelte Hochkommata. Dann würde ich quasi warten, bis hier der Status von den Prozessen von grün nach grau springt. Ja? Und wenn die dann grau sind, dann ist das SAP-System unten. Und dann, wenn ihr es wieder starten wollt, das SAP-System, dann nehmt ihr Start Sub. Und da würde ich dann auch eben wieder warten hier, bis hier die Prozesse auf grün springen. Und dann kann das SAP-System genutzt werden. Vorsicht! Ihr müsst sowohl die Nummer 0 als auch die Nummer 1 prüfen. Also sowohl die Nummer 0 muss alles grün sein, als auch die Nummer 1. Und beim Stoppen entsprechend sowohl die Nummer 0 als auch die Nummer 1 grau. Damit startet und stoppt ihr also das SAP-System. Und damit habt ihr jetzt eine solide Grundlage. Damit könnt ihr euch jetzt eigentlich ausprobieren auf diesem SAP-System. Wir werden jetzt in Zukunft des Öfteren solche Tutorials machen und mit unserem SAP, ja, Übungssystem ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Feedback, wie es euch gefallen hat, ob es euch geholfen hat und ob es Probleme gab. Wenn ihr öfter solche Tutorials sehen wollt, dann überlegt doch, ob ihr den Kanal abonnieren wollt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Das nehme ich euch nicht übel. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen letzten Worten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao, ciao.